Hallo, ich bin Pierre Minkelbel, Gründer von Visiro Digital Healthcare. Und neben mir sitzt heute Yannick Jurasch, unser CTO und auch Gründer von Visiro. Wir sorgen dafür, dass Gepflegte und Pflegende mehr Erleichterung im Alltag haben und Entlastung bekommen durch unsere Lösung. Wir bei Visiro haben uns angeschaut, welche großen Herausforderungen gibt es als nächstes. Und zwischen 2015 und 2050 wird sich der Anteil der Pflegebedürftigen an der Weltbevölkerung nahezu verdoppeln. Wir haben uns die Frage gestellt, was muss eine Lösung erfüllen, um die Bedürfnisse und Akzeptanz insbesondere dieser speziellen Zielgruppe zu erfüllen. Wir von Visiro liefern einen Beitrag zur Digitalisierung der Pflege. Unsere Caregiving-Plattform 3.0 unterstützt die Pflegenden im familiären Bereich. Bereits heutzutage sind in Deutschland 3 von 4 Gepflegten rein im informellen Bereich. Das bedeutet, sie werden von den engsten Angehörigen von der eigenen Familie gepflegt. In dem Umfeld hat man im Normalfall keine Ausbildung und braucht Informationen, um mit der Situation der Pflege umzugehen. Unsere Caregiving 3.0-Plattform unterstützt die pflegenden Angehörigen dadurch, dass Messdaten vom Pflegenden aufbereitet werden und durch unser KI-System höherwertige Informationen geschaffen werden, die aktiv bei der Entscheidungsfindung in der Pflege helfen. Um die Informationen, die die pflegenden Angehörigen benötigen, gewinnen zu können, brauchen wir Sensorik, die sich in den Alltag der Menschen integriert. Dazu haben wir eine Sensorik geschaffen, die sich nahtlos in Sitzkissen integrieren lässt, so wie hier. Dadurch gewinnen wir Messdaten direkt am Gepflegten, ohne seinen Alltag in irgendeiner Art und Weise zu beeinträchtigen. Das Sitzkissen von Visiro wird einfach auf den Sessel gelegt und dann misst es Vitalparameter wie Herzschlag, Atmung, Herzratenvariabilität, also ein wichtiger Indikator für Stresslevel, einfach durch Kleidung hindurch. Man muss nichts weiter tun, nicht einschalten, nicht aktivieren, nicht laden, einfach nur hinsetzen, das Gerät arbeitet. Wir haben unsere Technologie in ein Sitzkissen integriert, da es bei unserer Zielgruppe sich breit in den Alltag integriert. Die Berliner Universitätslandschaft bietet ein ideales Umfeld für den Bereich Deep Tech, bezogen auf die technischen Universitäten, die es gibt. Wir haben hier sehr viele Forschungsaktivitäten und auch sehr geschulte Mitarbeiter, die wir als Startup akquirieren können. Gleichzeitig gibt es neben dem technischen universitären Umfeld auch ein sehr kreatives und soziales Umfeld. Und das in Kombination der Technik mit den sozialen Aspekten bietet das ideale Umfeld für ein Startup hier in Berlin, Deep Tech und soziale Aspekte zu kombinieren. Social und Sustainable Tech ist ganz besonders wichtig, weil die Lösungen, die wir brauchen, zukünftig sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren müssen. Als Unternehmen in Berlin sind wir ganz stark mit der Gesellschaft bzw. mit den anderen Unternehmen hier vernetzt. Wir benutzen das insbesondere, um Erfahrungen auszutauschen und um Wissensaufbau gemeinsam zu generieren. Insbesondere auch in der Social Tech Szene. Und der Deep Tech Award ist in der Social Tech Szene natürlich der Nummer 1 Award. Und so haben wir uns auch dazu entschieden, für den Deep Tech Award zu bewerben. Neben dem angesprochenen Sitzkissen arbeiten wir derzeit daran, die Technologie auch auf andere Bereiche zu erweitern. Das sind beispielsweise Rollstühle, aber auch Betten und direkte Integration in Sessel. Neben dieser Produkterweiterung ist ein Großteil unserer Entwicklungsaktivitäten als Visiro in der Weiterentwicklung unserer KI-Systeme, um dem Nutzer einen kontinuierlichen Mehrwert zu bieten. Das bietet den Vorteil, dass sich das Produkt aus Hardware-Sicht nicht verändert, aber der Funktionsumfang stetig und modular erweitert werden kann. Vor dem Fernseher zu sitzen, hat bis jetzt noch keine Leben gerettet. Wir ändern das.